Ich wollte vor allem etwas studieren, was zukunftsträchtig ist, also einen Studiengang mit aktuellen Themen, der sich mit den aktuellen Problemen der modernen Zeit beschäftigt. Und dort ist das einfach der Begriff Nachhaltigkeit ziemlich zentral. Und da habe ich mich halt in Deutschland umgeschaut, wo es da Alternativen gibt. Und da gibt es tatsächlich ein paar Dinge oder ein paar Studiengänge, die dort in Frage kommen. Und für Greifswald habe ich mich dann einfach entschieden aufgrund der Infobroschüre des Studiengangs. Die ist sehr ausführlich gewesen und hat mich einfach überzeugt mit ihrer Struktur und dem Aufbau der Pflichtmodule und der Wahlmodule. An meinem Studiengang finde ich besonders gut, dass man einfach sehr kreativ vorgehen kann in der Auswahl der Wahlmodule. Und diese Wahlmodule, die machen zwar keinen großen Teil der Leistungspunkte aus, aber sind trotzdem irgendwie sehr zentral im Studiengang. Das heißt, man kann sich trotzdem sehr, oder sie sind sehr markant, man kann sich sehr in seinen Interessen ausleben in diesen Studien oder in diesen Wahlmodulen. Und vor allem auch die Prüfungsleistungen in jedem Modul, auch in den Pflichtmodulen, die sind sehr abwechslungsreich. Ich habe nicht das Gefühl, als wenn das wie in anderen Studiengängen ist, dass man einfach von Prüfungsleistungen überhäuft wird am Ende des Semesters, sondern sie sind gut während des Semesters, am Ende des Semesters und in der vorlesungsfreien Zeit aufgeteilt. Und auch mit den verschiedenen Prüfungsleistungen kommt das Ganze ein bisschen mehr, ja, Schwung und ist nicht so trist. Also sehr markant finde ich ist auch das Praktikum mit der Case Study verbunden im dritten Semester. Dort hat man einfach die Möglichkeit, ja, diese Berufsorientierung direkt zu kriegen und ja, sehr vorbereitet auch an die Masterarbeit ranzugehen. Und vor allem diese Orientierung, die man während der Case Study nimmt, also während ihres Praktikums, in welchem Bereich der Nachhaltigkeit man dann später auch vielleicht arbeiten möchte, die ist einfach sehr gut, um einen ersten Einblick dort reinzukriegen. Und auch die Weiterbildungsmöglichkeiten im Studiengang, also vor allem ja, im Bereich von Geoinformatik oder Statistik, sind einfach sehr ausgereift. Also ich habe meinen Bachelor nicht hier gemacht, sondern in einer Großstadt. Und wollte dann meinen Master halt woanders machen, das war mir schon klar. Und Greifswald ist einfach cool, ja, es ist alles sehr lokal, man kommt schnell überall hin. Es ist eine Fahrradstadt, es ist eine sehr junge Stadt, die viel Aufschwung hat, viel Auftrieb, hier kommen viele Leute dazu. Aber der Hauptaspekt an der Stadt ist einfach, dass man direkt nah am Meer ist. Man hat das Wasser da, die Sportkurse sind entsprechend auch cool ausgerichtet, man hat dieses, ja, Wassersportangebot mit Segeln, Kajak, Kanu. Man hat Beachvolleyball direkt am Strand. Also es gibt einfach super tolle Angebote. Wer angelaffin ist, kann hier gerne angeln gehen am Rück. Und direkt das Wasser einfach hier zu haben, den Hafen, wo man sich abends entspannt hinsetzen kann mit Freunden. Das macht einfach viel aus. Genauso die Nähe zu irgendwelchen Naturparks oder Nationalparken. Das ist auch einfach sehr, ja, einzigartig. Man hat den Jasmund auf Rügen, man hat Ostrügen, Hiddensee. Das Peenetal, die Müritz, alles nicht weit weg und man hat eigentlich immer eine Wochenendplanung.